Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar. Quo Vadis Dividendenwerte mit Luis Pazos. Mein Name ist Mauro Heller und ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Super, wunderbar. Entschuldigen Sie die kleine Verspätung. Ich hatte hier ein paar technische Schwierigkeiten. Und ich freue mich aber auf die nächste Stunde mit dir, Luis. Ich hoffe, du kannst mich auch gut verstehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich verstehe dich klar und deutlich. Ich hoffe, die Zuhörer, Zuschauer auch. Schönen guten Abend allerseits. Ja, wunderbar, perfekt. Kurze Ankündigung vorab. Ab morgen wird es wahrscheinlich ja, einen neuen CapTrader-Blog geben und da wird auch was von dir drin stehen, Luis, und da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Ja? Seid gespannt und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Webinar. Ich ernenne dich zum Moderator, dann kannst du loslegen. So, ich hoffe, mein Bildschirm ist jetzt zu sehen. Perfekt. Prima. Ja, nochmal von mir herzlich willkommen zum, ja, das Webinar quasi zur Krise beziehungsweise Quo Vadis Hochdividendenwerte. Warum dieser Titel Rückfall ins Lateinische, Quo Vadis, wo geht's hin, als Frage formuliert und ja, wenn ich oder als ich so die letzten Wochen letztendlich Revue hab passieren lassen. Da habe ich mich erinnert an meine Tochter, die kürzlich ja so das antike Pantheon, also so die Götterwelt im Geschichtsunterricht hatte. Und da ist mir einer der Vertreter ganz besonders aufgefallen, nämlich er hier, der Janus. Janus ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Vertreter in der Götterwelt, nämlich zum einen ist er eine, ja, ein römisches Original, also der hat keine Entsprechung, wie zum Beispiel bei den Griechen, wo es ja mit Zeus und Jupiter Analogien gab. Der Janus ist allein römisch und im Gegensatz zu allen anderen Göttern, die ja für irgend etwas stehen, also für Krieg, für Landwirtschaft, für Jagd, für Wein, steht der Janus ja sprichwörtlich für alles und nichts. Ja. Also er war ein Gott ja, des Lebens und des Todes, der Vergangenheit, der Zukunft, des Guten, des Schlechten und insofern vielleicht auch der, ja, der menschlichste unter diesen ganzen Göttern. Und ja, das wiederum hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass er tatsächlich im Altertum sich hohe Beliebtheit erfreut hat, aufgrund wahrscheinlich dieser Menschennähe. Und ja, wenn wir uns eben jetzt mal die letzten Wochen betrachten, dann finden wir ja auf vielerlei Weise diese Janusköpfigkeit, ja, also diese zwei Gesichter. Wir kennen Janus auch noch im Prinzip von jeder Silvesterfeier, wo wir ja den Januar begrüßen, der von seinem Namen abgeleitet ist, ja, wo wir eben zurückblicken, ja, und auswerten, wie das Jahr gelaufen ist, wo wir nach vorne gucken. Ja, und so ähnlich ist es ja jetzt auch. Wenn wir mal, ja, sagen wir mal so 6 Wochen zurückschauen, da war es tatsächlich schwierig, schon bei der Wertpapierauswahl zu schauen, ja, wo investiere ich überhaupt rein? Warum? Weil alle schon sehr, sehr hoch bewertet waren, ja, sowohl eher defensive Anlagen, bestimmte Anleihen beispielsweise, die über Pari notiert haben, über eben sehr hoch bewertete Aktien. Ja, und kurze Zeit später haben wir das Gegenteil. Also auch jetzt wissen wir nicht so recht, wo sollen wir investieren. Ja, diesmal aus einem anderen Motiv heraus. Ja, es könnte ja weiter runtergehen. Und wie wir feststellen werden, wird uns der Janus noch weiter begleiten. Ja, wenn wir uns jetzt die Wochen seit Ende Februar angucken, ja, so seit dem 20. Februar, seit der Kursrutsch eingesetzt hat, finden wir drei Besonderheiten, die ich erstmal aufzeigen möchte. Und naja, es ist zwar jetzt zweifelhafter Genuss, aber jeder, der jetzt zumindest in Teilen mit dabei war, kann sich zumindest drüben ja schon fast einem Jahrhundert-Crash mit beigewohnt zu haben, denn in dieser Geschwindigkeit gab es tatsächlich einen Kurssturz. Sehr selten, zumindest bezogen auf den
Monat. Im Prinzip gab es in der Vergangenheit, seit es valide Daten gibt, zwei ähnliche Kursstürze in dieser Geschwindigkeit, so viel Verlust. Und das eine war der berühmte Oktober 1929, ja, der Crash als Auftakt zur Weltwirtschaftskrise. Hier links ein Bild seinerzeit der New Yorker Börse, wo sich eben das Publikum getummelt hat. Ja, und davor müssen wir schon ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, nämlich 1837 im Mai. Das war ein ja noch ebenfalls noch schlechterer Monat als der vergangene. Auch ein Auftakt zu einem Crash erheblichen Ausmaßes und ja, hier festgehalten an einer Zeichnung, der die damalige Zeit so ein bisschen karikiert hat. Auch in den USA beiden Crashs vorangegangen war, auch das natürlich eine Parallele zu heute, eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung. Ja, und als Folge davon gab es eben eine ja, mehrjährige Rezession. Ja, und auf die von 1929 werden wir nachher nochmal kommen. Was uns bevorsteht, ja, werden wir auch sehen. Die zweite Besonderheit ist die Bandbreite. Was schon sehr, sehr erstaunlich war, war nicht nur die Tatsache, dass natürlich Aktien, wie es sich, ja, oder wie es im Aktiencrash ja normal ist, in Anführungsstrichen runtergegangen sind, sondern viele andere Anlageklassen, die ja traditionell nicht sehr eng mit dem Aktienmarkt korrelieren oder dem eigentlich sogar entgegenstehen oder negativ korrelieren, mit runtergegangen sind. Ja, man könnte eigentlich sagen, es ist bis auf tatsächlich direkte Liquidität und ganz kurz laufende Anleihen, ja, hat wirklich alles nachgegeben. Natürlich in unterschiedlicher Intensität, aber wenn wir mal schauen, hier das vielleicht am markantesten, ja, über 10% nachgegeben in der Spitze haben Anleihen der Ratingstufe AA bzw. AAA. Ja, das heißt, wir haben es hier die bestbeleumundetsten Zahlungsversprechen, also die sichersten Schuldner der ganzen Welt in einem Korb, in dem Fall hier ein ETF von iShares, der in dieser Krise tatsächlich um über 10% nachgegeben hat. Ja, also im Prinzip die sicherste Geldanlage im Rahmen der akademischen Theorie, die sich denken lassen kann. Ja, und auch die beliebte Krisenvorsorge, auch wenn sich jetzt wieder erholt hat, etwas Gold, hat auch deutlich nachgegeben, hier anhand des Spider Gold Trust. Also hat auch in dem Sinne keine gegenläufige Bewegung ausgelöst. Ja, das hat natürlich ein Stück weit mit der dritten Besonderheit zu tun und das ist der extrem hohe Grad an Unsicherheit. Aber wer möchte das auch verdenken? Die Unsicherheit resultiert ja, weniger daher, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt eine Schocksituation haben, sondern eher dadurch, dass die Zukunft so ungewiss ist. Und wenn es eins gibt, ja, was Anleger gar nicht gut verknusen können, dann ist es eben eine unsichere Zukunft. Und im Prinzip fehlt uns ja da der Boden, auf dem wir uns bewegen können, weil es ja Ähnliches ja, zumindest in jüngerer Vergangenheit nicht gibt. Ja, und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Einmal im Volatilitätsindex, ja, hier für den S&P 500, ja, auf 3-Monats-Basis, der wirklich, ja, nach langer, langer, ganz ruhiger Zeit hochgeschossen ist, sich vervielfacht hat, ja, innerhalb kürzester Zeit, danach wieder ein bisschen beruhigt. Und eine andere interessante ein anderer interessanter Indikator ist so ein Sentiment-Indikator, der also ein bisschen die Stimmung misst. Den gibt es hier von CNN, wird regelmäßig veröffentlicht, nämlich der Fear and Greed Index, also Angst und Gier. Momentan sind wir schon wieder ja, zwar extrem 4, ja, mit 22, aber zum Höhepunkt, sagen wir mal, dieses Absturzes, das war ja in der Woche nach dem Freitag, dem 13. März, ja, Freitag, der 13. März, sind ja die Kurse nochmal so ein bisschen nach oben
gegangen, um dann wirklich in der Folgewoche massiv nochmal abzustürzen. Da stand er zeitweise bei 2. Also viel weiter runter ging es dann nicht. Ja, vor einem Jahr bei 56, also da schon sehr gut. Und Anfang des Jahres, ja, bei weit über 90, ja, so waren wir im extrem grünen Bereich, also im extrem gierigen Bereich. Ne? Ja, und diese Ungewissheit rührt ja auch wiederum weniger von der akuten Situation als daher, dass niemand eben so recht weiß, was insbesondere die Maßnahmen, die jetzt in die Wege geleitet wurden, ja, mittel- und langfristig für Auswirkungen haben, die wiederum natürlich unmittelbar auf die Umsätze und damit Gewinne der Unternehmen durchschlagen, die langfristig wiederum als ja, Cashflow bewertungsrelevant für die Wertpapiermärkte sind. Es gibt aber auch drei Lektionen, die ich ja, hier nochmal kundtun möchte. Einfach, muss ich sagen, auch ein Stück weit, weil mich manche Anfragen, Berichte von Anlegern doch ein bisschen geschockt haben, weil ich tatsächlich so der Meinung war, naja, gerade diejenigen, ja, die so, ja, sich doch Finanzen einlesen, bestimmten Leuten folgen, regelmäßig lesen, dass die ja eventuell etwas immuner sind gegen gewisse Einflüsterungen, wie sich herausgestellt hat, nicht und was dazu führt, dass tatsächlich so die ein oder andere ja vor kurzem noch bürgerliche Existenz dann so auf der Kippe steht. Ja? Und die drei Lektionen, die ich da nochmal mitgenommen habe und gerne nochmal kundtun möchte, sind die. Lektion 1, vermeide Klumpenrisiken. Vermeide Klumpenrisiken heißt umgekehrt, und das gilt natürlich insbesondere für Einkommensinvestoren, ja, diversifiziere. Ja. Für einen Einkommensinvestor macht es ja auch, oder ist ja zielwidrig sogar, sich auf eine oder wenige Anlagen zu fokussieren. Umgekehrt gefragt, was ist oder was, ja, wie hoch ist die Rendite von, sagen wir mal, einer Aktie, die 6,5% Dividendenrendite abwirft und einem Aktienpaket bestehend aus 100 Aktien, die im Schnitt ebenfalls 6,5% Dividendenrendite abwerfen? Naja, die Rendite ist in beiden Fällen natürlich 6,5%. Aber wie ist das Risiko? Naja, offensichtlich in dem einen Fall viel, viel größer als in dem anderen. Ja, und warum sage ich das? Weil genauso ein Fall hatte ich von einem Anleger, muss ich allerdings noch sagen, das war noch vor der Krise, mit dem ich diskutiert habe, genau mit diesem Fallbeispiel, der halt ja, laut Eigenauskunft gesagt hat, naja, er hätte jetzt alles in eine einzige Aktie, nämlich Shell, gepackt, weil er würde nicht glauben, dass das Unternehmen pleite geht und die Dividende wäre seiner Meinung nach auch sicher, weil der Energiesektor halt ja, erforderlich ist für die Volkswirtschaft und von daher, ja, wäre es ihm dann dazu mühsam, sich weitere Titel ins Portfolio zu holen. Ich glaube, das wird er jetzt ein bisschen bereuen. Gerade die Shell-Aktie ist wie so viele Energieaktien gleich doppelt gebeutelt worden. Einmal natürlich durch den allgemeinen Crash, zusätzlich dann noch dieser massive Ölpreisverfall, der den ganzen Sektor ja weit überdurchschnittlich hat fallen lassen. Ja, und genau das kann man natürlich vermeiden, solche spezifischen, sei es Einzelwert- oder Branchenrisiken, indem man eben sehr breit streut. Ja, der Fall geht natürlich noch, weil da zumindest ja, tatsächlich eine große und vergleichsweise solide Firma investiert wurde. Der zweite Fall ist, kaufe nur, was du verstehst. Auch das so ein Phänomen der Krise, beziehungsweise des Crashs, der wieder offenbart hat, dass es Personen oder Anleger gab, die sich Sachen ins Depot gelegt hatten, haben, von denen sie nicht wussten, wie sie funktionieren, beziehungsweise in was genau dort investiert wird und damit natürlich gar nicht klar ist, was für ein Rendite-Risikoprofil diese Anlage überhaupt aufweist. Und insbesondere das Risiko, das sich jetzt eben mal manifestiert hat, hat eben dazu geführt, zum Beispiel bei
Hebelprodukten. Ja, das ist, also wir reden hier halt von dem riskantesten Bereich so im Wertpapiersegment. Das heißt, eben Produkte wie zum Beispiel Zertifikate, die rechnerisch eben mit Fremdkapital unterlegt werden und somit in beide Richtungen sich doppelt so stark entwickeln. Ja, steigt also beispielsweise der zugrunde liegende Index von so einem Zertifikat um 1%, steigt eben das Zertifikat um 2%, ja, bei einem Hebel von 2. Fällt allerdings der Index um 1%, fällt das Zertifikat eben um 2%. So, und es ist offensichtlich, dass natürlich so ein Hebelprodukt sehr, sehr riskant ist. Und wenn man eben auch in die Emissionsbedingungen solcher Produkte eben guckt, dort auch drin steht, dass der Emittent ab einer gewissen Schwelle dann auch das Produkt glatt zieht, ja, also ab einer gewissen Verlustschwelle, ja, um selber eben nicht ins Minus zu rutschen und den Anleger dann ausbezahlt, in der Regel dann ein paar Cent. Und dessen waren sich gewisse Anleger, wie ich aus Rückmeldungen eben und Anfragen rausgelesen habe, gar nicht bewusst. Weil die haben sich dann eben gewundert, dass ihr Produkt, in das sie investiert haben, eben um 90% gefallen ist und nicht um die marktüblichen 30 bis 40%. Und auf den Hinweis eben, dass es sich um ein Hebelprodukt handelt, das eben die Währung ja stärker mitmacht und wo eben ein hohes Totalverlustrisiko besteht, dann eben Rückfragen kamen, okay, ja, ob man dann, wenn es wieder hochgeht, dann eben auch dann mit Hebel profitiert, wo man dann sagt, ja, theoretisch ja, aber die sind jetzt ausgenockt worden, wie auf der Seite des Emittenten steht. Es wird also eine kleine Abfindung geben, ja, und das war den Leuten nicht bewusst. Und das ist natürlich tragisch, weil da natürlich dann auch viel Geld über den Jordan gegangen ist, was ja man auch nicht aussitzen kann, weil eben das Produkt gar nicht mehr existiert. Ja, das ist dann tatsächlich weg. Also das, im Gegensatz zu einer soliden Aktie beispielsweise, die hat ja immerhin noch die Chance, sich zu erholen. Ja, und die dritte Lektion, das war natürlich auch ganz nah dran an dem Thema. Ja, spekuliere nicht auf Kredit, zumindest dann nicht, wenn es wirklich, wobei spekuliere ist vielleicht falsch, aber langfristige Investitionen oder mit langfristigem Horizont Vermögensaufbau zu betreiben, das sollte man eben nicht mit Kredit tun. Wer zocken will, kann das machen, muss dann eben aber auch damit leben, dass ja, hier ein Totalverlust entsteht und schlimmer noch, ja, eine solche Kombination aus Kredit plus Aktienanlage eben dazu führt, dass die Aktienanlage komplett ausgelöscht wird durch Zwangsliquidation und ich trotzdem noch Schulden habe. Und auch hier sind mir wiederum Fälle bekannt. Das hat sich dann auch durch einen Dialog beispielsweise zufällig dann ergeben, wo ich dann auch mitgeteilt hatte, ja gut, wenn man eben einen Korb aus soliden Aktien hat, dann oder ein solid zusammengestelltes Portfolio, dann kann man die Zeit für sich spielen lassen, wo er eben herausgestellt hat, nee, dass der Anleger die Zeit eben nicht hat, ja, weil er sich eben dann auch für ein paar, naja, oder so vom ja, mittleren sechsstelligen Betrag eben einen Wertpapierkredit geholt hat und damit ein Portfolio, einkommensorientiertes Portfolio aufgebaut hat und jetzt auch durch den, ja, durch Dividendenkürzungen, die Dividenden drohen nicht mehr auszureichen, die Zinsen zu decken. Und wenn natürlich die Kurse dann auch noch weiter fallen, dann irgendwann eben vom Broker der berühmte Margin Call ansteht. Das heißt, Geld nachschießen oder Zwangsliquidation. Ja, und das kam dann auch noch. Oder beziehungsweise das am Tag des Gespräches kam auch noch vom Arbeitgeber dann die Kündigung aufgrund ja, der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Und ja, in der Haut des Anlegers möchte ich dann auch nicht stecken. Ja, so verführerisch das Spekulieren auf Kredit gerade in guten Zeiten ist, aber hat mit langfristigem Vermögensaufbau ja, und vor allem einkommensorientierten Investieren nichts zu tun. Ja. Gut, das zu den drei Lektionen. Ich möchte jetzt im Anschluss eingehen auf die ja, sagen wir, verschiedenen klassischen Hochdividendeninstrumente bzw. Anlageklassen und hier mal ein kurzes Lagebild zeichnen und ja, so die Aussicht
darlege. Natürlich immer aus meiner Sicht. Wie immer gilt, alles meine subjektiv eingefärbte Meinung, reine Information und keine Anlageempfehlung. Ja, fangen wir gleich an mit einer Anlageklasse, die arg gerupft worden ist, die Business Development Companies. Business Development Companies, das nur nochmal zur Einordnung, sind Beteiligungsgesellschaften, die einer speziellen Regulierung unterliegen. Auch da hatten wir ja mal ein Webinar hierzu. Und diese Business Development Companies, die beteiligen sich oder die finanzieren ganz überwiegend mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen. Und da liegt es natürlich dann schon auf der Hand, warum die eben besonders abgestraft worden sind im aktuellen Crash. Ja, der Mittelstand ist natürlich deutlich volatiler als jetzt Großunternehmen. Ja, es besteht natürlich ein höheres Ausfallrisiko und vor allem die Business Development Companies können Beteiligungen, die sie haben, im Gegensatz beispielsweise zu einem Fonds, der börsennotierte Werte enthält, können diese Beteiligungen auch nicht liquidieren, auch wenn es mal gegen sie läuft. Ja, weil gerade dann versiegt der Markt für außerbörsliche Beteiligungen, ja, eben aufgrund dieser unsicheren Lage. Und es gibt keine Möglichkeit zu handeln und die müssen dann eben an ihrem Portfolio auf Teufel komm raus festhalten. Das ist in dem Sektor auch nichts Neues. Das gab es schon in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009. Ja, und in der Spitze hat da der Sektor eben im Schnitt um die 80% verloren. Das hatte ich auch schon beim Webinar zu dem Thema speziell gesagt, weil eben diese Anlageklasse sehr, sehr volatil ist. Ja, das heißt, in schlechten Zeiten geht es eben deutlich oder überdurchschnittlich weit runter, in guten Zeiten dafür oder in der Erholung wieder überdurchschnittlich hoch. Ja, das heißt, wer hier sich 2009, ja, muss ja nicht zum absoluten Tiefpunkt sein, den man eh nicht erwischt, aber hier ja sein Portfolio um Business Development Companies ergänzt hat, ja, der hat nicht nur bezogen auf den Einstandskurs jetzt eine oder zuletzt eine ja deutlich zweistellige Dividendenrendite, ja, vermutlich dann weit über 20%, sondern auch noch mehrfaches an Kursgewinn einfahren können. Ja, allerdings natürlich umgekehrt hier und da von den aktuell 45 Gesellschaften könnte es natürlich zu Pleiten kommen. Ja, es gibt in dem Sektor so Sicherheitsnetze, einfach dadurch, durch die Regulatorik. Ja, diese Business Development Companies, die können sich halt nur in begrenztem Maße verschulden und sind selber zu Diversifikation gezwungen. Ja, sodass dass sich hier natürlich innerhalb des Mittelstandes eine gewisse Bandbreite und Solidität habe als Business Development Company, aber natürlich nur innerhalb des Sektors und wenn der natürlich stark abschmieren würde und wenn wir das große Sterben im Mittelstand erleben, dann wird natürlich auch der Sektor ja, davon betroffen sein und damit es bestimmt auch die eine oder andere Pleite geben. Ja, umgekehrt sind wir jetzt wieder auf einem so niedrigen Niveau, dass teilweise schon überlegenswert wäre, dort einzusteigen, ja, weil wir da teilweise Verluste so von, na, ich glaube, so im Sektor und so im Schnitt so von 65% in der Spitze gelegen haben. Ja, sodass das schon ja, eine Turnaround-Spekulation durchaus möglich ist. Ja, dasselbe gilt auch für den nächsten Sektor, den es auch arg gebeutelt hat, nämlich die Master Limited Partnerships, die MLPs. Ja, warum das? Master Limited Partnerships, Energieinfrastruktur, die aber natürlich eng auch an den Energierohstoffen hängen, hier insbesondere Gas und Öl. Und ja, hier kommt im Prinzip das, was wir auch bei der Shell erlebt haben. Ja, einmal der Crash am Aktienmarkt plus ja, der starke Ölpreisverfall. Nun ist es so, dass diese Master Limited Partnerships, die im Bereich der Energieinfrastruktur tätig sind, also selber gar keine Produzenten sind, wie jetzt zum Beispiel eine Shell, sondern eben im Bereich des Transports, der Lagerung, Veredelung, ja, Vertrieb tätig sind.
teilweise auch gar keinen direkten Bezug zum, oder das Geschäft in keinem Bezug zum Preis des Energieträgers steht. Aber auch das ist eine Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, dass die immer in dem Sektor in Sippenhaft genommen worden sind. Hier gilt meines Erachtens auch ein Stück weit das, was ich eben für die Business Development Companies gesagt habe. Dieser Sektor ist auch so weit runtergegangen, in der Spitze auch, meine ich so um die 65, 70% liegt in der gleichen Größenordnung, dass hier tatsächlich überlegenswert ist, auch zu investieren, weil in dem Fall ich es für sehr sicher erachte, dass auch nach diesem ausgestandenen Crash und einer Rezession natürlich die Energieinfrastruktur weiter benötigt werden wird und auch nach wie vor steht. Wir reden hier auch nicht von Kleinunternehmen, sondern von milliardenschweren Organisationen, ja, also wirklich Dickschiffe. Und auch wenn es da die eine oder andere Pleite gibt oder geben sollte, wer hier breit streut über einen geeigneten Fonds oder ETF in den Sektor, der ist da auch halt sehr breit aufgestellt und könnte dann von einer entsprechenden Erholung profitieren. Ja, die kanadischen Income Trusts, ja, auch eine spezielle Rechtskonstruktion, besonders ausschüttungsstark. Hier gibt es eben ein sehr, sehr gemischtes Bild, was einfach daran liegt, diese Income Trusts in Kanada, da gibt es halt sehr verschiedene, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Manche, die sind sehr branchenbezogen oder sehr spezialisiert oder eben auf ein Einzelunternehmen bezogen. Andere, und das sind ja auch die meisten, sind vermögensverwaltend tätig. Das heißt, eine spezielle Form des börsennotierten Fonds. Hier ist eben sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in was die investiert haben. Ja, das kann tatsächlich von sehr stark betroffenen Sektoren wie eben der in Kanada ohnehin starken Energiebranche sein. Das können aber auch sehr konservative Bereiche sein, wie beispielsweise Wohnimmobilien oder konjunkturunabhängige Geschäfte oder tatsächlich dort, wo ja sehr marktbreit investiert ist, wo eben so das ganze Spektrum an kanadischen Aktien beispielsweise abgedeckt ist, dass es dann tatsächlich marktüblich gefallen ist, also in dem Sinne so analog zum gesamten kanadischen Markt. Umgekehrt gibt es auch manche Trusts, die eher anleihelastig unterwegs sind, wo ich also eher defensiv positioniert bin, die halt nicht so stark gefallen sind, ne? Also hier sehr, sehr gemischtes Bild. Man muss dazu halt auch sagen, der Income Trust ist halt eine Verpackung und hier kommt es halt im Wesentlichen auf den Inhalt an, wie stark oder ausgeprägt oder weniger ausgeprägt die Verluste waren oder sind. Ja, ein sehr, sehr durchmischtes Bild gibt es auch bei den Real Estate Investment Trusts. Ja, ein Sektor, in dem ich ja selber auch relativ stark positioniert bin. Ich habe nochmal nachgeguckt. Im Schnitt hat der Sektor etwas stärker nachgegeben als jetzt ein marktbreiter Aktienindex. Ja, konkret habe ich das mal für die USA untersucht und den S&P 500 gegenübergestellt dem einem marktbreiten Real Estate Investment Trust Index. Ja, und während der S&P 500 Mitte März bei minus 30 war, waren die Real Estate Investment Trust bei minus 38. Ja, warum ist das so? Hier muss man tatsächlich sehr aufdröseln, den ganzen Sektor. Und es gibt hier natürlich, ich will nicht sagen Gewinner, aber wenig betroffene Sektoren, ja, konjunkturrobuste Sektoren und extrem konjunkturanfällige und speziell jetzt auch natürlich von dem Herunterfahren der Wirtschaft betroffene Sektoren. Und das eine ist offensichtlich, ja, es gibt teilweise oder es gibt einige Real Estate Investment Trusts, die im Bereich der Hotellerie angesiedelt sind und alles, was jetzt natürlich Hotel ist, wo die Umsätze
ja, teilweise bis zu 100% weggebrochen sind, dass die natürlich übermäßig dann auch im Kurs eingebrochen sind, ist klar. Also selbst ganz konservative Real Estate Investment Trusts im Bereich Hotellerie, beziehungsweise die Klassifizierung heißt da eben Lodging, ja, also Beherbergung, also selbst konservative Größen wirklich mit ja, wenig Fremdkapital, mit starken Marken im Portfolio haben hier natürlich ganz massiv eingebrochen. Ja. Der zweite Bereich, der offensichtlich auch ganz stark davon betroffen ist, sind natürlich Einkaufszentren und hier natürlich diejenigen, die vorwiegend an Mieter vermietet haben, die ja beispielsweise Bekleidung oder Unterhaltungselektronik, also alles, was eben nicht lebensnotwendig ist, ja. Also es gibt natürlich auch Real Estate Investment Trusts im Retail-Bereich, ja, also im Einzelhandelsbereich, die ja, an Lebensmitteleinzelhandel vermieten, ja. Es gibt aber auch eben solche, die eben klassische Einkaufszentren haben, die jetzt komplett geschlossen haben. Und da ist auch klar, dass die Auswirkungen deutlich sein werden. Es wird zwangsläufig zu Verhandlungen mit den Mietern kommen. Und man wird sich letztendlich dann, insofern die Mieter dann auch überleben, wirtschaftlich überlegen müssen, ja, wie man das dann aufteilt, die ja, entgangenen Einnahmen. Ja, und sicherlich wird da auch der Trust mitspielen müssen und von der Marge, ja, von der Mietmarge was abgeben und damit weniger Umsätze erzielen. Umgekehrt gibt es natürlich auch bestimmte Real Estate Investment Trusts, die jetzt per se erstmal gar nicht davon betroffen sind, weil beispielsweise ja, alles, was mit Wohnen zu tun hat, also nur durch den Corona-Crash und die Auswirkungen, wird ja nicht eine Wohnung weniger jetzt hier gebraucht. Umgekehrt gibt es natürlich auch Trusts, die, ich will nicht sagen profitieren, aber beispielsweise im Bereich Krankenhaus und Altenpflege und allgemeine Medizinbereich, ja, die sich dann leider Gottes nicht über mangelnde Nachfrage beschweren können. Ja, gut, gibt es natürlich feste Mietverträge. Das heißt, das wird sich jetzt nicht zwingend übermäßig positiv auf die Einnahmen auswirken, aber es gibt zumindest dort keine wegbrechenden Einnahmen. Ne? Also hier der Sektor wirklich sehr, sehr breit, da der Sektor eben so breit ist, ja, und so extrem viele Nutzungsarten bereithält, ja, so eine andere Nutzungsart, die kaum betroffen sein dürfte, wäre Farmland, ja, oder eben auch die Trusts, die beispielsweise Dächer von Häusern mieten, um dort Mobilfunkmasten zu betreiben, ja, auch eher ja einmal durch G5 und durch jetzt vielleicht auch den erhöhten Bedarf an mobiler Kommunikation eher ein Gewinner. Ja, und dann gibt es so also immer den neutralen Bereich, das kommt dann sehr drauf an. Das sind so Sachen wie Rechenzentren, der große Bereich Büros natürlich, ja, und dann eben Industrie. Komplexe, das kann ja sein vom Logistikzentrum über tatsächlich konkrete Fabriken. Da hängt es natürlich auch wieder sehr davon ab, was genau bedient wird. Ja, also hier sehr gemischtes Bild. Wer den Sektor komplett eben im Depot hat jetzt ein Stück weit mehr verloren als der Durchschnitt. Was sicherlich auch noch da eine Rolle gespielt haben dürfte, ist die Tatsache, dass natürlich Real Estate Investment Trusts als ja, Immobilien eben oder durch das Immobilienvermögen sehr, sehr hohes Anlagevermögen haben, dadurch tendenziell mehr Fremdkapital als ja, andere Branchen und Sektoren und daher ja jetzt auch ja als riskanter bewertet wurden und ja daher entsprechend die Kursabschläge hinnehmen mussten. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Vielzahl sehr solider Real Estate Investment Trust, die jetzt sicherlich auch günstig bewertet sind, wo das Geschäftsmodell nicht wegbrechen dürfte, wo man auch durchaus wieder über einen Einstieg oder eine Aufstockung oder einen Teileinstieg nachdenken kann. Ja? Und
Was hier besonders skurril war, in der Woche eben nach dem 13. März, da gab es dann da auch bei manchen Real Estate Investment Trusts einen Ausverkauf, beispielsweise Omega Healthcare, also tatsächlich ein Betreiber von Immobilien für Seniorenwohnanlagen, der dann eben an einem Tag mal 25% verloren hat. Also sowas habe ich dann auch noch nie erlebt. Den Kurs hatte ich zufällig mitbekommen, weil ich eine Sache recherchiert hatte. Da war ich dann doch auch sehr verwundert. Ja, Royalty Trusts. Auch das zur Einordnung. Hier haben wir es letztendlich gar nicht in dem Sinne mit Unternehmen zu tun, die ein operatives Geschäft betreiben, sondern mit Rechteverwertern oder Rechteverwaltern, Franchisegebern in dem Bereich. Und ja, hier haben wir natürlich auch wiederum zwei Branchen, wo wir häufig eben Royalty Trusts finden, die stark von der Krise betroffen sind. Einmal gibt es im Rohstoffbereich recht viele Royalty Trusts, das heißt also Trusts, die die Rechte beispielsweise an einem Bergwerk, an einem Ölfeld oder an einem Gasfeld besitzen und verwerten. Das heißt in dem Fall ja, die Förderrechte dann vermieten an eine beispielsweise Ölfördergesellschaft und dann eben ja nach Barrel beispielsweise, der da aus dem Boden gepumpt wird, bezahlt werden für die Wahrnehmung dieses Rechts. Ja, und der Preis richtet sich im Allgemeinen nach dem Preis des Rohstoffs und dann kann man sich natürlich ausdenken, wenn der sich mal halbiert innerhalb von einem Tag oder wenigen Tagen, dann hat das auch Auswirkungen auf die Einnahmen des Trusts und das natürlich wiederum auf die Bewertung des Trusts. In diesem Rohstoffbereich, das wird natürlich davon stark abhängen, wann der Preis für Öl dann wieder steigt, was ich ja relativ kurz bzw. mittelfristig für sehr wahrscheinlich erachte, weil wir zwar in einer Situation sind, wo zwar bestehende Förderer eventuell durchaus klarkommen mit dem Rohölpreis, also Förderer im Sinne von Unternehmen, die wirklich Ölfelder im Bestand haben und diese einfach abpumpen. Ja, die Kosten, die operativen Kosten sind ja nicht mehr so hoch, aber was natürlich jetzt komplett flach fällt, ist eben die Exploration. Das heißt also die Suche, das ist ja das Teure in dem Segment nach neuen Quellen. Und natürlich, wir haben die Haushalte bestimmter Staaten, die auf die Einnahmen angewiesen sind. Also hier ist natürlich die Frage, okay, ja, wann gibt es, ja, wann der Preis dann da wieder steigt, sei es, weil man diese ja, exorbitante Förderung dann zurückfährt oder eben durch ja, mangelnde Exploration der Preis wieder steigt. Ne? Aber bis dahin ist natürlich auch in dem Bereich ein Tal der Tränen ein Stück weit. Umgekehrt, die Royalty Trusts sind dafür meist nicht oder nur sehr gering verschuldet und daher als ja, Organisation selber halt sehr oder relativ stabil. Ja, die anderen Trusts, wo das Modell der Royalty des Franchise sehr beliebt ist im Bereich Gastronomie, was über viele Jahrzehnte eigentlich ein Stabilisator war. Warum? Ja, weil natürlich das Ausgehverhalten relativ konstant ist und den Trust über viele, viele Jahre auch sehr konstante Einnahmen beschert hat. Im Gastronomiebereich, also eben große Ketten, die ihre ja, Franchise-Gebühren letztendlich oder das Franchising selber in so einen Trust ausgelagert haben, eben in Amerika relativ beliebt, das Modell. Ja, und die jetzt natürlich von heute auf gleich ebenfalls 100% Umsatzeinbuße haben. Und das betrifft natürlich dann auch welche, die ja über ja, viele Jahre sehr konstant hier Dividenden gezahlt haben. Ja, und den einen oder anderen gibt es, der schon prophylaktisch die Auszahlung erstmal auf null zurückgefahren hat, weil ja, dort, wo natürlich null ja, Dollar Umsatz fließen, auch ja, keine Auszahlung getätigt werden können. Ja, ein Sektor, der eher defensiver Natur ist, sind Preferred Shares, also sogenannte Vorzugsaktien, von der Struktur halt eher Genussscheine, wenn man es schon vergleicht mit deutschen Wertpapieren. Also Preferred Shares, hier handelt es sich ja dem Wort nach um Vorzugsaktien, sind in Kanada und den USA
recht weit verbreitet. Sie verbriefen Anteil am Unternehmen, das ist richtig. Allerdings sind sie ausgestattet mit einer Fixdividende, die auch gezahlt werden muss, solange das Unternehmen keine roten Zahlen schreibt. Und dann auch, wenn das Unternehmen diese Zahlungen aussetzt, in der Regel nachgezahlt werden müssen, wenn das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreibt. Ja, und von daher hier erstmal im Vergleich zu Common Shares, also Stammaktien, hier schon mal ein sehr viel verlässlicherer Zahlungsstrom. Und das Zweite ist, diese Preferred Shares sind mit einer Rückkaufoption durch den Emittenten ausgestattet. Und solange der Emittent stabil dasteht, finanziell stabil dasteht, sichert das natürlich den Kurs ein Stück weit ab. Dazu kommt, es gibt gewissen Bereich von Preferred Shares, der per Gesetz verpflichtet ist, die Emission zu decken, mindestens zweifach mit Vermögenswerten. Ja, und hier mal ein sehr, sehr schön differenziertes Bild, dass man eben sieht, okay, Risiko und Rendite hängen hier eng zusammen. Ja, tatsächlich gibt es eine Vielzahl von diesen gedeckten Preferred Shares, die ja kaum Kursverluste hinnehmen mussten, ja, die tatsächlich rund um diesen Rückkaufskurs nach wie vor schwanken und sich selbst in dieser Phase jetzt geeignet haben, wirklich das Depot zu stabilisieren. Ich selber nutze das Instrument ja auch für meinen defensiven Bereich und habe dann eben auch festgestellt, tatsächlich bis zum Minus von so 20%, ja, wo der Markt so bis zu 20% eingebrochen war. Da hat man da wirklich tatsächlich auch bei diesen Preferred Shares nichts feststellen können. Und dann, wo es um den Panikmodus ging, da hat sich dann so langsam die Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt, die gedeckten, und da nochmal die wirklich teilweise sehr konservativ gedeckten, also da, wo die Deckungsquote real nicht nur das Doppelte betrug, sondern teilweise das Vier- oder Fünffache, die sind tatsächlich stabil geblieben. Ja, und andere sind dann eben dann doch teilweise ein bisschen nachgegeben, ja, bis hin zu solchen beispielsweise, die von Real Estate Investment Trust ausgegeben wurden, die im Bereich der Hotellerie tätig sind. Die haben dann auch deutlich nachgegeben. Ja, also hier kann man tatsächlich zweierlei rausnehmen. Also zum einen tatsächlich, dass man da ein Instrumentarium hat, womit man tatsächlich recht stabil und einen Teil des Depots sehr gut stabilisieren kann. Umgekehrt, diejenigen, die jetzt deutlich unter dem Rückkaufskurs notieren, beispielsweise, weil der Kurs von $25, wo der Rückkaufskurs liegt, auf $15 gefallen sind, kann man sich natürlich überlegen, das folgt so ein bisschen der Strategie, wie schon der Finanzkrise 2007, 2009, die Renditeperlen im Scherbenhaufen, wo ja auch gewitzte Anleger darauf spekuliert haben, dass bestimmte Banken eben nicht pleite gehen und dann eben sehr günstig ja so nachrangige Anleihen dann aufgekauft haben. Und das kann man hier so im Bereich der Preferred Shares, die jetzt vielleicht übermäßig abgestraft worden sind, durchaus wiederholen, das Modell, weil sofern die Firma, oder der Emittent nicht pleite geht, ja, und die Krise überlebt, besteht hier natürlich die Möglichkeit, sehr verlässlich eine Rendite einzufahren, weil sich dann natürlich in den normalen Zeiten auch wieder der Kurs sehr schnell wieder normalisieren wird von diesem Preferred Shares. Ja. Also hier ja, einmal so die gedeckte sichere Variante zum Stabilisieren und einmal der restliche Bereich, wo man dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen rausschauen kann, ob es da wirklich Kandidaten gibt, ja, wo man darauf spekuliert, was er spekuliert oder wo der Emittent mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben nicht über die Wupper geht. Und ja, daher eine eventuell lohnenswerte Investition auch vom Kurs her. Ja, auch deutlich gedämpfter als mit den Aktien ist es mit den Wandelanleihen runtergegangen. Und wer hier entsprechend positioniert war, beispielsweise durch börsennotierte Fonds oder ETFs, hat nicht ganz so starke Kursverluste erlitten. Das ist ja auch einer der Gründe, der eben für Wandelanleihen spricht, als Ergänzung in einem Portfolio, als eigene Anlageklasse, weil die
Wandelanleihe natürlich in so einem, was heißt natürlich, aber in einem Crash-Szenario ihre ja, stabilisierende Wirkung zumindest ein Stück weit ja, geltend macht, weil da eben der anleiheähnliche Charakter der Wertpapiere dann zum Tragen kommt, ja, der so ein Portfolio dann auch ein Stück weit stabilisiert und daher waren die Rückfälle in dem Bereich nicht ganz so stark. Auch hier gilt wie bei, natürlich wie bei den Preferred Shares, wenn ja, viele Anleger der Meinung sind, dass eben der Emittent ja, eine nachfolgende Rezession nicht überlebt, dann werden natürlich auch diese Wandelanleihen ja, mit Abschlägen verkaufen oder sind dazu bereit, was natürlich dann in Summe dann zu einem Kurs Rückgang führt, aber auch hier gilt das Gesagte, wenn es günstig bewertete Papiere gibt, kann man durchaus überlegen, ja, wenn der Emittent eben nicht pleite geht, dass sich dann das Ganze normalisiert und dann eben auch entsprechend ja, eine zumindest festkalkulierbare Kurssteigerung einfährt. Ja, dann haben wir natürlich die klassischen Dividendenaktien, die es weltweit gibt. Und hier, ja, die sind natürlich auch im Schnitt in etwa so viel nachgegeben wie der Gesamtaktienmarkt. Also da kommt es aber auch sehr darauf an, in welchem Bereich die tätig sind. Es gibt natürlich Bereiche, die ja sehr wenig betroffen sind. Es gibt sogar beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien den einen oder anderen Titel, der sogar noch im Plus ist, ja. Es gibt auch so natürlich so diese klassischen konservativen Segmente oder Branchen wie beispielsweise Infrastruktur, die weit unterdurchschnittlich verloren haben. Ja, und auch hier halt ja ein recht gemischtes Bild. Ja, und ja, grundsätzlich gilt hier, dass die Dividendenaktien ja, sich im Schnitt wie der Gesamtaktienmarkt entwickelt haben. Das gilt letztendlich auch für Hochzinsanleihen. Auch hier eben ein gemischtes Bild. Wer sich ein Portfolio beispielsweise über einen börsennotierten Fonds oder ETF oder wer sich da ein solches Papier ins Portfolio gelegt hat, hat eben auch den gesamten Markt abgedeckt. Auch hier, ja, gibt es Spreu und Weizen. Das heißt, es gibt natürlich Bereiche, wo diese Hochzinsanleihen von Emittenten stammen, die jetzt eventuell eine Rezession nicht überleben, die natürlich dann entsprechend ja, sehr stark gefallen sind, ja, im Penny-Bereich. Ja, ganz verwegene Anleger können dann ja, da tatsächlich dann spekulativ tätig werden und ja, auf eine, ja, ein doch nicht Ableben des Unternehmens spekulieren, beziehungsweise dass noch irgendeine Konkursquote gibt. Ja, es gibt allerdings auch andere Hochzinsanleihen, insbesondere sogenannte Senior Loans oder Bonds, das heißt, die auch noch dinglich besichert sind, die dann nicht ganz so stark gefallen sind. Ja. Also hier ein gemischtes Bild, logischerweise, weil wir hier natürlich über ein sehr, sehr breites, weltweites Marktsegment über alle Branchen hinweg reden. Ja, von besonderem Interesse ist natürlich für Anleger, ja, wie könnte es weitergehen? Einmal was Kurse angeht, einmal natürlich auch was Dividenden angeht. Was historische Crashs angeht, habe ich jetzt mal ein bisschen was rausgesucht. Ich habe einfach den Dow Jones deswegen genommen, weil der relativ gut zurückzurechnen ist, weil da das Datenmaterial vorhanden ist, relativ valide. Wenn wir uns natürlich den schwersten Kursverlust aller Zeiten anschauen und hier rede ich immer vom Maximum Drawdown. Der Maximum Drawdown ist halt definiert innerhalb einer Zeitspanne vom Höchstkurs zum Tiefstkurs, was da der prozentuale Verlust ist. Und der war mit knapp 90% ausgehend vom besagten Oktober 1929. Ja, hat dann noch übergeleitet letztendlich zur großen Depression der 30er Jahre, plus der Zweite Weltkrieg, der sich dann angeschlossen hat. Also das war natürlich für Unternehmen ja eine
Wir haben eine deutlich noch mehr Unsicherheit behaftete Zeit, als wir sie jetzt haben, mit dem ganzen, ja nicht nur zerstörerischen Potenzial, sondern mit dem Potenzial, was ja noch entfaltet hat. Und ja, wobei hier tatsächlich eben der höchste Kursverlust dann in 3 Jahren stattgefunden hat. Deutlich weniger schlimm war die Zeit 2000 bis 2002 mit knapp 38%. Das war im Zuge des Platzens der New Economy Blase, also knapp 40% Verlust. Hier übrigens sehr ausdifferenziert, der Dow Jones mit nur 40% in Anführungsstrichen. Der DAX damals ist ja um knapp 70% eingebrochen. Also hier hat man nochmal wirklich Länderunterschiede. Ja, Weltfinanzkrise 2007, 2009, Lehman Pleite, da in der Spitze knapp 54%. Hier natürlich auch getragen von der Unsicherheit, hält das Weltfinanzsystem. Ja, ist fraglich, ob die Unsicherheit jetzt heute höher oder niedriger ist. Lässt sich natürlich trefflich drüber streiten. Es gibt übrigens noch einen Maximum Drawdown, wenn wir in realen Renditen und nicht in nominalen das Ganze anschauen. Nämlich die 70er Jahre, also Ende 60er bis Anfang 80er war auch eine Zeit horrender Verluste, im Prinzip auch ein verlorenes Jahrzehnt. Real, also unter berücksichtigte Inflationsraten, die damals ja zeitweise zweistellig waren, haben da die Kurse auch um über 50% nachgegeben, ne? Und das verteilt über 10 Jahre. Hat man allerdings als Anleger nicht direkt bemerkt, weil nominal sind die gestiegen, aber wurden eben durch die Inflation überkompensiert. Ja, und so ein bisschen Statistik. Ja, ist natürlich immer so der Mittelwert, ne, wenn die Beine im Eisblock und der Kopf im Backofen sind, dann geht's oder ist die Temperatur im Mittel auch angenehm. Aber um einfach mal so eine Vorstellung zu haben, so ein Crash definiert als mehr als 20% Verlust, beziehungsweise ein Maximum Drawdown von 20%, ereignet sich alle 5 Jahre und der Kursrückgang beträgt im Mittel eben 33% und die Bäs, also ja, die Zeit fallender und stagnierender Kurse beträgt dann durchschnittlich ein Jahr. Ja, im März 2020 lag der Dow Jones eben bei -37%, also exakt auf Höhe des Verlustes im Zuge des Dotcom-Crashs. Ne? Ja, das ist so ein bisschen zur Einordnung, wo wir uns befinden, was die Kurse angeht. Es gibt eine interessante Untersuchung von Bloomberg, was Dividendenkürzung angeht. Und wenn wir uns eben nochmal kurz zurück überlegen, wir reden jetzt von der Periode 2007 bis 2000 und 9, wo also ja so der zweitheftigste Crash ja seit ja, 20, also seit 1900 letztendlich stattgefunden hat, stellen wir fest, dass von allen Unternehmen, die Dividende gezahlt haben, eben 14% die Dividende ausgesetzt haben der Unternehmen, 43% der Unternehmen die Dividende gekürzt haben. Das kann von ganz wenig sein, natürlich bis ganz viel. Ja, und die verbleibenden ebenfalls 43% die Dividende weder gekürzt haben, noch ausgesetzt, sondern eben konstant gehalten oder sogar teilweise gesteigert. Auch das ist vorgekommen in dieser Krise. Ja. Auch hier, um das Ganze noch ein bisschen einzuordnen und vielleicht unabhängig davon, ob wir jetzt die Bodenbildung erlebt haben oder nicht, auch da können wir gleich gerne nochmal drüber diskutieren. Schauen wir uns die größte Krise oder den größten Crash in der bisherigen Geschichte der modernen Wertpapiermärkte an, nämlich die große Depression plus Zweiter Weltkrieg. Das kann man ja durchaus ja als eine große Bass hier zusammenfassen. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann stellt man fest eben, dass das Kursniveau von 1929 erst wieder 1954 erreicht wurde. Anleger mussten also 25 Jahre durchhalten, die eben 1929 eingestiegen sind.
um hier ihre Kurse wiederzusehen. Ne? Das hieß also, wer jetzt 30 ist, ja, und all in gegangen ist, und wenn sich so ein Szenario dann wiederholen würde, ja, wäre eben 55, bis er dann wieder den Kurs sieht. Ja, vom Kursniveau reden wir allerdings. Und daher so ein bisschen die Entspannung, wer tatsächlich regelmäßig die Dividenden reinvestiert hätte, hätte eben den Verlust bis 1944 wettgemacht. Also immerhin 10 Jahre früher. Das heißt, hier nach 15 Jahren wieder pari gewesen. Ja. Warum? Ja, na gut, und wer dann tatsächlich die 25 Jahre durchgehalten hätte, der hätte dann immerhin noch 6% pro Jahr an Rendite gemacht, auch wenn er eben tatsächlich 1929 eingestiegen wäre, also wirklich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Wer einfach ganz stur, regelmäßig, monatlich oder quartalsweise die Dividenden reinvestiert hätte, die ausgeschüttet worden wären, und selbst in dieser harten Phase wurden ja regelmäßig Dividenden gezahlt, ja, der konnte tatsächlich zwischen 1929 und 1954 ja, das Kapital um 4,4 den Faktor steigern, beziehungsweise eben 6% pro Jahr. Was da natürlich die Herausforderung gewesen wäre, ja, die nötige Disziplin zu haben, das auch durchzuhalten. Und ja, selbst wenn man dort kein ausgesprochener News-Junkie gewesen wäre, ich meine, an Katastrophenmeldungen waren die Jahre nun wirklich reich. Angefangen eben wirklich von dem Crash, angefangen oder ging ja dann weiter über die Horrorszenarien im Mittleren Westen. Da gab es ja Dürren, Massenarbeitslosigkeit, ein Drittel der Banken ist kollabiert. Ja, dann Beginn des Zweiten Weltkrieges, Eskalation des Zweiten Weltkrieges, Eintritt der USA, Pazifikkrieg, Pearl Harbor, Atomwaffen, kurze Verschnaufpause zum Kriegsende, ja, Eskalation des Kalten Krieges. Also, da musste man schon wirklich harte Nerven haben, um dann zu sagen, nee, nee, ich bleibe die ganze Zeit bei meinen Aktien und reinvestiere immer meine Dividenden. Ja, und natürlich seine Emotionen im Griff haben. Kann sich auch mal jeder ausmalen, wer jetzt eben so ein, ja, Wertpapierdepot gehabt hätte von 100.000 Dollar, was dann auf 10.000 zusammengeschnurrt wäre, und dann zu sagen, naja, ich reinvestiere meine Dividenden trotzdem. Aber tatsächlich, über selbst diese Periode wäre das eine erfolgversprechende Strategie gewesen. Ja, und warum eigentlich? Weil hier haben wir natürlich ein Phänomen. Die Kurse fielen in den USA um im Schnitt, haben wir ja gesehen, knapp 90%, die Dividenden aber nur um 55 Prozent. Ja, und das heißt, hier hatte ich quasi einen doppelten Hebel, der am Wirken war. Und zwar ganz natürlich durch die Reinvestition, nämlich einmal wirkte die Thesaurierung eben als Bremse in der BES. Das heißt, die Position, die ich hatte, eben wenn es ein wirklich breit angelegtes Portfolio war, ja, wurden dann eben zu sehr günstigen Kursen wieder eingebucht. Ja, und wirkten sich dann tatsächlich doppelt aus eben in der HOS. Also das heißt, zum einen dadurch, wer eben beständig reinvestiert hat, Dividenden, hat dann eben zu einem zu sehr günstigen Kursen dann im Nachhinein betrachtet diese Papiere erworben. Ja, und mit einer im Vergleich zu den 20er Jahren weit überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Ja, und nachdem dann irgendwann in den in den 30er Jahren, 40er Jahren dann auch die Kurse dann natürlich auch unter Zuckungen dann wieder angefangen haben zu steigen. Ja, dann und die Dividenden ja dann letztendlich auch, hat sich das natürlich dann doppelt bemerkbar gemacht. Und ja, letztendlich auch rechnerisch ja, hier belegen. Und man sieht es auch immer so sehr schön, wenn in Krisenzeiten immer die Dividendenrenditen letztendlich hochgehen, weil natürlich die Kurse der Unternehmen im Schnitt deutlich stärker nachgeben als die Dividenden. Und das kann man tatsächlich so sagen, Pi mal Daumen ist das ist das so die Hälfte. Ja, das heißt also natürlich unter Voraussetzung breit gestreut, diversifiziert, kann ein Anleger im Schnitt damit rechnen, dass Dividenden halb so stark fallen wie die Kurse.
Lässt sich auch beobachten in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, wo die Kurse eben um über 50% nachgaben. Die Dividenden, auch hier sieht man sehr schön die Verzögerung halt um ein Drittel. Ja, warum die Verzögerung? Naja, Unternehmen planen ja oder machen ja eine Liquiditätsplanung, zumindest die etwas Weitsichtigen. Und das heißt natürlich, dass die entsprechend Liquidität für Auszahlungen bereitstellen, genauso wie eben Einkäufe einkalkuliert werden, Löhne, Gehälter, Mieten etc. pp. Ja, sodass die Monate nach so einem Crash tatsächlich noch die Dividenden konstant gehalten werden und die dann aber natürlich gesenkt werden und angepasst werden der konjunkturellen Lage. Hier eben im Schnitt bis 2010 abgebröckelt. Ja, dann aber recht schnell, ebenso wie die Wirtschaft wieder erholt und hier den Kursen auch ein Stück weit vorausgeeilt. Ja, und dasselbe, genau diesen selben Besseffekt, der lässt sich dann auch beobachten in Japan. Japan, da sieht es ja, ist ja auch so ein Modell, was eben diskutiert wird, steht uns eben dieses japanische Szenario bevor. Ja, mit der, muss man natürlich sagen, das war eine Mega-Hoss, die eben bis 1989 gewütet hat, ja, sowohl auf dem Immobilien- als auch auf dem Aktienmarkt, ja, mit einem Einbruch und einer deflationären Depression in Japan, von der sich ja die Aktienkurse bis heute nicht erholt haben. Allerdings auch hier, wer hier sich wirklich auf dividendenzahlende Titel konzentriert hätte, der und reinvestiert hätte, auch der wäre lange wieder im Plus. Ich meine, so ab Anfang der 2000er Jahre. Ja, warum ist das eigentlich so? Nun ja, achso, auch hier nochmal vielleicht ein ganz interessant und so ein, ja, ich will nicht sagen Hoffnung, aber ja, interessanter Fakt. Das hat nämlich der Professor Jeremy Siegel mal ausgerechnet in Langfristig investieren heißt das Buch. Dicker Wälzer, von dem stammt auch die Rechnung oder dieser Bess-Effekt und die Rechnung für die große Depression. Interessanterweise hätten Anleger diesen Bess-Effekt nicht einsetzen können. Also wären die Kurse zwischen 1929 und 1954 stabil geblieben, ja, und die Dividenden einfach nur, selbst wenn die moderat gestiegen wären, hätte sich das Gesamtvermögen dann bis 1954 tatsächlich schlechter entwickelt, ja, nämlich nur um den Faktor 2,72 statt 4,4. Und das eben genau aus dem Grund, weil die sehr günstigen Gelegenheiten mit den nicht ganz so stark gefallenen Dividenden die Aktien wirklich günstigst aufzusammeln und dann von diesem doppelten Hebel auf steigende Dividenden und Kurse zu profitieren nicht möglich gewesen wäre. Ja, sagen wir das mal so als Trostpflaster für einkommensorientierte Investoren. Ja, und ich sag mal, und der zweite große Vorteil ist natürlich eine Einkommensstrategie. Solange ich weiter Dividenden gezahlt bekomme, habe ich natürlich auch ein, oder zumindest ist die Durchhaltefähigkeit, und da sind wir wieder im Punkt natürlich so Emotionen, Disziplin, meiner Meinung nach ausgeprägter, als wenn ich eben keine ausschüttenden Titel im Depot habe, wo mir nichts anderes bleibt als eben, ja, der Kurs, auf den ich gucken kann oder eben nicht gucken kann. Und hier habe ich zudem noch eine, ja, eventuell gar nicht so weit abfallende Dividende. Ja, und diesen Besseffekt, den findet man auch in anderen Szenarien. Eben dieses Auseinanderfallen der Preisbewertung mit dem tatsächlichen operativen Cashflow, zum Beispiel eben bei Immobilien. Ja, da sieht man eben auch, dass sich die Preise von Immobilien deutlich volatiler, also deutlich schwankungsanfälliger bewegen als beispielsweise die Mieten, ja, die auch relativ konstant sind. Ja, warum ist das so? Das liegt natürlich auch ein Stück weit an der Anlegerpsyche, an der Nervosität, an der Angst und Gier, die eben solche Märkte oder die Anleger in solche Märkte tragen. Und das hat natürlich der große Vorteil, den eine Börse bietet, ist eben die Liquidität. Ja, das heißt, ich habe wirklich ja jede Sekunde oder jeden Bruchteil einer Sekunde die exakte Bewertung des Vermögenswertes, wo ja der Schwarm letztendlich seine Meinung abgibt über den Preis, ja, währendhin das operative Geschäft ja viel, viel stabiler ist, ja. Sei es eben im Bereich Immobilien, wenn ich eine Immobilie langfristig vermietet habe, ja, dann schwankt natürlich der Mietertrag nicht so stark,
Ja, und wenn ich eben 100 Immobilien habe, beispielsweise als Gesellschaft, ja, dann auch ein Mieterausfall spielt sich da nicht so oder wirkt sich nicht so aus. Ja, umgekehrt, wenn ich eben ein Infrastrukturunternehmen bin und beispielsweise Strom produziere, dann ja, ist das Geschäft auch wesentlich unsensibler, ja, was Umsätze, Gewinne und auch Dividenden angeht, als jetzt der Kurs, der eben dann doch tatsächlich eben von Angst und Gier getrieben wird, gilt natürlich in beide Richtungen. Ja. Ja, wie geht es weiter? Da sind wir wieder bei unserem guten Janus, der hier jetzt seine ganze Schlitzohrigkeit oder Gewieftheit ausspielt. Da hat sich die letzten ja, 2.500 Jahre nichts geändert. Niemand repräsentiert meines Erachtens den Scheideweg, an dem wir stehen, besser als er, sei es, ja, was die Pandemie angeht, sei es was die wirtschaftliche Entwicklung, sei es was die Entwicklung an den Börsen geht, angeht. Wir als Menschen im Gegensatz zum Janus blicken da wirklich in eine, meines Erachtens eine Blackbox, können wir gerne auch diskutieren darüber, wo sehr, sehr viel möglich ist. Es kommt auch viele Faktoren an, die wir nicht absehen können. Das fängt an damit, wie lange tatsächlich eben ja der Komplettstillstand anhält, was das eben für kurz- und mittelfristige Auswirkungen hat, was sich dadurch langfristig etabliert, bis hin eben zu den klassischen schwarzen Schwänen, die solche Ereignisse nach sich ziehen, eben auch im politischen Bereich. Ja, und von daher schauen wir eben in eine Zeit, oder bleibt die Ungewissheit uns erstmal ein Stück weit erhalten? Bleiben uns die volatilen Börsen erhalten mit heftigen Kurssprüngen in den verschiedensten Branchen, mit den entsprechenden Chancen, aber auch Risiken? Und zumindest die erste Lektion der drei, die ich vorgestellt habe, ja, kann man auch nach wie vor beherzigen. Egal, was kommt, ja, von kollabierenden Banken über ja, Reformen in Währungssystemen, über, keine Ahnung, Enteignungen, wie sie im Raume stehen, oder Plänen dazu oder Vorschlägen dazu, ist man hier auf jeden Fall mit einem breit diversifizierten Portfolio, das nicht nur unbedingt börsennotierte Wertpapiere mit sich bringen muss, ja, gut aufgestellt. Das fängt eben bei Liquidität an, geht durchaus über Edelmetalle, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Aktien und das Ganze über Regionen, Währungssysteme, Branchen gestreut und ja, damit wird man sicherlich hier und da verlieren, aber eben auch hier und da gewinnen und unterm Strich ja, dort gut aufgestellt, um das Vermögen durch die Krise zu tragen. Ja, wer sich weiter mit den hier vorgestellten Instrumenten und Themen auseinandersetzen möchte, findet sicherlich bei mir auf dem Blog entsprechende Anregungen und bei insbesondere der Facebook-Gruppe mit mittlerweile knapp 6.000 Teilnehmern oder Mitgliedern auch ja, interessante Diskussionen, speziell zum Thema auch Dividendenwerte bzw. Dividendentitel. Und auch da diskutieren wir fleißig, was so ja, die Zukunft bringen könnte. Ja, damit bin ich am Ende und ja, stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, super, wunderbar. Vielen Dank dafür erstmal für die ja, tiefen Einblicke, die du uns wieder gewährt hast hier. Es sind auch schon ein paar Fragen eingegangen tatsächlich. Und zwar eine Frage, die bezieht sich auf einen bestimmten Wert. Und zwar, lieber Luis, ich verfüge über einen recht beachtlichen Bestand des MLP-ETFs AMLP, den ich mir über Optionen bei CapTrader habe anlehnen lassen. Der Wert liegt 65% hinten. Wie siehst du zu AMLP beziehungsweise dem MLP-Sektor im Allgemeinen? Ja, also, wie stehst du dazu?
Ja, die Frage habe ich recht ausführlich beantwortet, weil das sind ja genau diese Master Limited Partnerships, ja, und der AMLP ist einer der ETFs auf diesen Sektor, in dem Fall sogar auf den Midstream-Sektor. Also Midstream sind genau diejenigen, die eben nicht produzieren und auch kein Endkundengeschäft haben, also tatsächlich klassische Infrastruktur bereitstellen und ja, selber an Kunden aus der, also an andere Unternehmen der Energiewirtschaft zur Verfügung stellen. Ja, wie gesagt, der Sektor ist halt stark hier auch in Sippenhaft in dem ganzen Öl-Gas-Geschäft in Mitleidenschaft gezogen worden. Natürlich wird es auch so sein, dass der ein oder andere Kunde, der meinetwegen eine Shell oder ein anderer Förderer, der dann an die MLPs herantritt und sagt, ja, da müssen wir nochmal über die Konditionen verhandeln, zu denen ich jetzt das Öl oder Gas durch die Pipeline jage. Aber nichtsdestotrotz, also das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ist der Sektor eben extrem abgestraft worden. Gerade Energieinfrastruktur wird auch nach der Krise gebraucht werden. Wer mit so einem ETF wirklich den Sektor breit abgedeckt hat, und wie gesagt, da sind ja wirklich Schwergewichte drin, ja, kann zumindest die Chance, oder hält sich so auch die Chance dann auch auf einen Wiederaufstieg des Sektors, ja. Also, ich glaube, keiner wird davon ausgehen, dass wir, wenn der Crash vorbei ist und gegebenenfalls eine anschließende Rezession, dass wir noch auf die Energieinfrastruktur komplett verzichten, ja. Also das ging das ja der Fall, die brauchen wir ja nach wie vor. Also und die läuft ja auch weiter, ne? Und im Gegensatz zu ja, Gastronomie beispielsweise ist er ja auch nicht vom Shutdown betroffen. Ja, also da läuft ja das operative Geschäft weiterhin. Ja, und ja, wer Ja, super. da breit investiert ist, also würde ich mir persönlich, oder ich persönlich mache mir da, ich bin ja auch in dem Sektor investiert, natürlich in viele andere auch. Ist ein Teil meines Portfolios, aber ich mache mir da tatsächlich wenig Sorgen. Okay, ja, super. Was ist denn mit Aktienrückkäufen der Unternehmen? Ich denke, man sollte nicht nur auf die Dividenden achten, bis der Einstiegskurs wieder erreicht wurde. Naja, also das heißt, man sollte nicht nur auf die Dividende achten, also man sollte generell nie auf nur eine Größe achten, ja. Gilt ja für alles im Leben, ja. Man, also etwas an einem einzigen Parameter festzumachen, ist sicherlich keine gute Idee. Ich verstehe jetzt aber in dem Kontext die Frage nicht mit Aktienrückkäufen. Vielleicht könnte der Leser oder der Zuschauer das noch mal ein bisschen präzisieren, was er genau damit meint. Ja, Oder okay, dann, was konkret die Frage ist. stellen wir die nochmal hinten an. Ja. Welche Website kannst du für die Recherche für günstige Einstiegsmöglichkeiten empfehlen, zum Beispiel für BDCs, MLPs, REITs und Preferred Shares? Ja, es gibt eine Seite, die nennt sich von Harry Domisch Dividend Detective. Also da ist zumindest sehr, sehr viel zu diesem ganzen, also da sind zumindest sehr viele Namen gelistet. Also da kann man jetzt keine tiefgreifenden Daten, Zahlen, Fakten zu den jeweiligen Gesellschaften lesen. Ja, man kann dort aber tatsächlich einfach auch, also Listen finden. Ja, also das heißt, da sind da tatsächlich nach verschiedenen Sektoren, also da gibt es ein kostenpflichtiges, ein kostenfreies Angebot. Das kostenfreie reicht aber so zur Erstrecherche, weil man da wirklich zu diesen ganzen Sektoren sich da reinklicken kann und dann hat man die ganzen Unternehmen aus dem Bereich da aufgelistet. Also das wäre so eine Anlaufadresse. Ich denke, das sollte ja schon mal ausreichend sein. Danke dafür. Da scheint einer ein bisschen mehr zu wissen als ich, dass du mit Boston Pizza was zu tun hast. Bekanntlich rebalancierst du ja nur zweimal im Jahr dein Depot. Die stärksten Verlierer müsstest du ja massiv und am aggressivsten nachkaufen. Stehst du weiter positiv zu Boston Pizza, Interpipeline und den BTC-Anleihen aus deinem Realdepot, die es ja auch mächtig erwischt hat? Ja, da kennt sich einer gut aus, das stimmt. Ja, also ich würde den,
Ja, man muss ja sehen, das sind ja alles Einzelpositionen, die ja, wie gesagt, einen kleinen Anteil machen. Und natürlich die halbjährliche Bestandsaufnahme steht natürlich und beinhaltet natürlich auch eine, dass ich da natürlich auch gucke, ja, in meinen Augen ist das jetzt nach wie vor noch ein Wert, den ich behalten möchte oder eben nicht. Ja, war in der Vergangenheit ja auch immer wieder so. Wenn er sich so gut auskennt, gehe ich davon aus, er hat ja auch mein Bereich da abonniert und da habe ich auch genau dokumentiert, wenn ich jetzt immer in diesen Halbjahreswechseln was gehe oder verkauft habe. Und hier gibt es natürlich auch hin und wieder mal einen Austausch, ja, wenn ich eben der Meinung bin, dass ein bestimmter Wert eben ja nicht mehr zukunftsträchtig ist und auch dann ersetzt werden sollte durch einen anderen. Da muss ich aber sagen, da bin ich aber auch emotionslos, wenn ich der Meinung bin, dass einer nicht mehr passt. Also muss jetzt nicht einer von den Konkreten sein und in 3 Monaten mag das alles wieder ganz anders aussehen. Ja, aber wenn ich meine, das passt nicht mehr, dann bin ich auch so emotionslos und verkaufe den auch mit einem hohen Verlust. Ja. Genau, und wie es jetzt in 3 Monaten, na, was haben wir jetzt, April? Ja, April, Mai, Juni. Ja, es sind noch 3 Monate Zeit und wie es dann aussieht, weiß man ja nicht. Ja, kann sich durchaus verschärft haben, kann sich entspannt haben, kann stagnieren, in bestimmten Bereichen verschärft haben, in anderen Bereichen wieder entspannt. Also das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, also wird man schauen müssen. Ja, und klar, Gastronomie ist natürlich ein Sektor, der jetzt eben in der speziell in dieser Krise eben schlecht gelaufen ist. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Dann habe ich hier noch was. Hallo Luis, wie siehst du die Lage bei Interpipeline? Ja, Interpipeline hat jetzt zumindest die Dividende auch gekürzt, was natürlich angesichts ja, der Verwerfung nachvollziehbar ist. Ja, aber trotz des Kursverlustes, auch das ist ein sehr, sehr großer Wert. Ist natürlich ein Einzelwert, ist auch klar. Hier gilt immer generell, Einzelwerte immer riskanter als ja, eine Sammelanlage wie ein Fonds oder ein ETF. Ja, aber halt ein Schwergewicht, auch jetzt natürlich im gesamten nordamerikanischen Raum und natürlich auch einen großen Kanada-Anteil, ja, hat selber ja mit der Produktion natürlich von Energierohstoffen jetzt nicht ganz so viel am Hut, sondern eben, wie der Name sagt, betreibt ein sehr, sehr großes Pipeline-System für Gas und Öl, ist natürlich kurzfristig auch nicht verzichtbar. Die haben auch ein Europageschäft sogar, ja, von daher recht breit aufgestellt, ja. Aber wird man halt sehen müssen, wie sehr sich das jetzt tatsächlich aufs reale Geschäft dann ausgewirkt hat in 3 Monaten. Ja, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie panikartig verkaufe. Also Panik ist sowieso etwas, was ich, ja, was immer ein schlechter Rat ist, bringt auch meines Erachtens wenig, und ist auch einer der Gründe, warum ich mir eben diese 2 Stichtage im Jahr gegeben habe, um mich da auch selber eben zu disziplinieren, um mich selber zwischendurch, gilt natürlich im Positiven auch, ja, auf steigende oder fallende Märkte dann so kurzfristig zu agieren. Hilft ja manchmal auch ganz gut. Wir haben es ja auch gesehen, so Ende Februar, als wir so die Kurse so das erste Mal so ein bisschen gebröckelt sind, gab es ja auch sehr, sehr viele, auch Blogger, die dann so geschrieben haben, oh, jetzt hier -10%, super günstige Kurse für Aktie XY, jetzt dringend nachkaufen. Das sind natürlich immer so Momentaufnahmen. Und ich halte mich dann lieber so an strikte Zeitpläne, die dann eben helfen, genau das Thema, was ich jetzt eben angesprochen oder was ich jetzt zuletzt angesprochen hatte, wie Emotionen und Disziplin eben auch in den Griff zu bekommen. Ja, um eben jetzt nicht, wenn sich's verhindern lässt, versuche ich auch gar nicht zu gucken, wie die Kurse stehen. Also es interessiert mich im Zweifelsfall nicht.
weil ich eben mein Gesamtdepot so konstruiert habe oder mein Gesamtportfolio, das geht ja übers Wertpapierportfolio hin oder Depot hinaus, eben in so einer gleichgewichteten Struktur, die ich dann eben versuche, alles halbe Jahr dann auch wieder ins auszubalancieren. Und da ist eben so eine einzelne Position eben ein ganz kleiner Bruchteil, ja. Und ich packe eben nicht alles in eine Shell, ja. Und ja, kaufe auch keine Wertpapiere hier auf Kredit, sodass ich da eben nicht unter Zugzwang geraten kann. Ja, und mir das dann eben tatsächlich alles halbe Jahr angucken kann, ja. Und ob, ich sage Okay. jetzt auch, ob es dann alles Vierteljahr ist oder alles halbe Jahr oder manche sogar nur jedes Jahr, das ist ja dann auch wieder, spielt letztendlich keine Rolle, ja. Nur eben wirklich weg, weg. Also wenn ich eins wirklich gelernt habe, ist wirklich weg vom wie soll ich sagen, Tagesrauschen. Ja, das ist letztendlich ein weißes Rauschen, wie die Statistiker es kennen. Und es bringt eigentlich nichts, ja, wenn man dann, wenn man lang genug recherchiert, dann genauso viel positive wie negative Nachrichten oder Pros und Kontras wendet und dann wird man tatsächlich Opfer vom Janus, ja, der einen dann komplett verschlingt, ja. Beidseitig, Okay. Ja. um es mal so bildlich auszudrücken. Okay. Habe ich hier noch was Schönes? Wie stehst du bei Preferred Shares zu Sammelanlagen wie die von John Hancock gegenüber Einzelanlagen in Preferred Shares? Ja, Preferred Shares ist ein Bereich, wo ich ganz klar sage, hier lohnt sich Stockpicking, ja, also sich gezielt was rauszusuchen. Ja, zum Beispiel bei anderen Bereichen, bei MLPs, ja, oder teilweise auch Dividendenaktien, lohnt sich das nicht unbedingt. Da kann man sich auch gute Fonds oder ETFs drauf kaufen. Bei Preferred Shares nicht. Und das liegt eben daran, dass diese Sammelanlagen häufig sehr marktbreit einkaufen und das eben zur Folge hat, dass ich, weil die eben im Sektor überrepräsentiert sind, sehr, sehr viel Banken- und Versicherungs-Preferred Shares habe. Und wenn ich mich da zum Beispiel defensiv positionieren will, eben diese gedeckten gar nicht da so in diesen Depots mit drin habe oder in diesen Fonds. Ja, und hier ist tatsächlich so einer der wenigen Bereiche, also einfach, weil es auch so eine Nische ist, wo es sich tatsächlich lohnt, gezielt vorzugehen und sich die Sachen, die man haben möchte, rauszupicken. Ja, cool. Wo kann man sich denn umfassend zu Preferred Shares informieren? Weil die Kunde, die findet es wohl schwierig, hier einen Überblick zu bekommen über das Ganze. Ja, eine gute Seite dafür ist innovativeincomeinvestor.com, also innovativ, informativ, wie innovativ. Income wie Einkommen und Investor wie Investor. .com ist so, ja, also man muss natürlich, das gilt für letztendlich für alle Angebote in dem Bereich. Es gibt halt sehr wenig deutschsprachiges zu dem Thema. Ich glaube, wahrscheinlich ist an meinem Blog sogar noch das mit das umfangreichste, was es im deutschsprachigen Markt dazu gibt. Ansonsten sind Anleger tatsächlich auf englischsprachige Angebote verwiesen, aber tatsächlich kommt man da, sagen wir, mit Grundkenntnissen ganz gut hin. Und ja, von daher findet man da reichlich Material. Und das Schöne ist, da bei diesem Innovative Income Investor, da hat man auch, man muss sich dann zwar immer die einzelnen Sachen rauspicken, also auf die man dann, die einen interessieren. Wenn man da aber gezielt drauf geht, hat man noch so eine Informationsseite zu jedem einzelnen, beispielsweise Preferred Share, wo dann auch so diese ganzen technischen Daten stehen, ja, wie Emissionsdatum, Emissionskurs, Rückkaufkurs, Fixdividende, ab wann kann der Rückkauf vom Emittenten ausgeübt werden. Und das Ganze auch noch so ein bisschen gegliedert nach verschiedenen Kategorien. Also die ist wirklich ganz gut gemacht, die Seite, muss man sagen. Okay, super. Danke dir auch dafür. Können Rates Ausschüttungen auch stark kürzen oder ganz streichen? Und wie wirkt sich das auf ETFs aus, die nur Werte mit einer gewissen Dividendenrendite enthalten? Also Punkt 1, absolut jedes Wertpapier kann Dividenden kürzen oder auch komplett streichen. Auch eine BDC beispielsweise. Eine BDC hat ja quasi per Gesetz die Vorgabe, beispielsweise Mindestausschüttungen zu betreiben. Ja, also die müssen von ihrem, aber das bezieht sich halt immer alles A auf den Cashflow und wenn er eben negativ ist.
gibt es halt eben nichts. Beziehungsweise auf den operativen Gewinn oder auf den ausgewiesenen Gewinn. Zum anderen unterliegen natürlich auch viele Gesellschaften so speziellen Regulierungen, die sagen, naja, wenn beispielsweise eine bestimmte Schuldenquote erreicht ist, dann müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Und diese Gegenmaßnahmen bestehen darin üblicherweise, dass Dividende sofort eingestampft wird. Das hat man beispielsweise bei BDCs in der Weltfinanzkrise gut gesehen, dass diejenigen, die vielleicht ein etwas volatileres Geschäft hatten und zu viele Ausfälle hatten im Depot, die sind unter die vorgegebene Schuldengrenze oder halt über die vorgegebene Schuldengrenze gerutscht. Das heißt, die Verschuldung ist zu stark angestiegen. Ja, die hatten seinerzeit bestimmte Deckungsvorgaben, ja, was eben dass die Vermögenswerte im Verhältnis zu den eigenen Schulden. Und das hat eben dazu geführt, dass die quasi auch per Gesetz gezwungen waren, was dagegen zu tun und dann eben die Dividende kassiert haben. Das kann natürlich bei Real Estate Investment Trusts ebenso passieren. Das wird auch passieren bei beispielsweise Hotelreiz, wovon sollen die Dividende bezahlen, wenn null Umsatz fließt. Ja, das kann man vergessen. Und die werden das natürlich dann auch kürzen oder aussetzen. Schon vorher wackelige Einkaufscenter-REITs, meine ich beispielsweise, haben auch schon ausgesetzt, die eben am Rande der Pleite stehen. Und wenn jetzt natürlich ein ETF oder Fonds diese Titel im Depot hat, dann verringern sich auch entsprechend die Einkünfte. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal ein interessanter Effekt. Es gibt für diejenigen, die überlegen einzusteigen, natürlich auch den Effekt, und den gab es auch schon in der Weltfinanzkrise, ein ETF, der versucht ja tatsächlich immer einen Index abzubilden, 1:1. Ein börsennotierter Fonds, der kein ETF ist, die gibt es ja auch. Ja, also diese Closed-End Funds beispielsweise in den USA oder Closed-End Investment Trusts in Kanada, die haben ja keinen vorgegebenen Index. Und da erlebt man gerade in solchen Crash-Szenarien den Fall, dass der Kurs des Fonds deutlich stärker fällt, bisweilen als der Kurs der Wertpapiere, die in diesem Fonds enthalten sind. Ja, das hat verschiedene Ursachen und hat aber den Charme für diejenigen, die überlegen einzusteigen, dass sie dann sagen können, okay, hier kann ich tatsächlich mir so ein Portfolio an beispielsweise Real Estate Investment Trust oder Dividendenaktien ins Depot legen, die momentan über den Fonds günstiger zu haben sind, als wenn ich sie mir einzeln kaufen würde. Und die Abschläge können teilweise gerade in so Crash-Szenarien deutlich höher steigen als, sag ich mal, zu normalen Zeiten, wo die so, ja, vielleicht mal so im Schnitt so 5% betragen. Ja, ganz einfach deswegen, weil auch die Kosten des Fonds eingepriesen werden und daher eben der Kurs etwas niedriger ist als der Kurs aller Titel, die in diesem Fonds sind. Ja, und in so einem Krisenszenario oder Crash-Szenario können die schon mal 20, 30% betragen. Das heißt auf gut Deutsch, da kann ich mir den Dollar für 70 Cent kaufen. Das ist dann tatsächlich keine Seltenheit. Das mal nochmal danke für den Hinweis. Kann man sich dann auch überlegen, ob man zu dem Instrument greift. Ja. Ja, cool. Wobei natürlich das alles auch nochmal als Ergänzung und dann Vorbehalt, keiner weiß, was kommt. Es gibt zwei grundlegende Szenarien, ja, dass wir schon ein fettes Minus erlebt haben und jetzt eventuell stagnieren, ja, und sich irgendwann die Sachen auch wieder erholen, was tatsächlich dann maßgeblich vielleicht davon abhängt, wann wir wieder in einen Normalmodus zurückkehren. Und dann gibt es natürlich die sagen, nee, wir werden eine Verschärfung der Krise erleben mit noch weiteren Kursen, die abstürzen. Aber auch hier haben wir das Problem, je mehr wir uns dann diese Szenarien vertiefen, ja, es gibt super viele Gründe, die für beide Szenarien sprechen. Ja, und es gibt auch viele Gründe, die jeweils gegen die Szenarien sprechen. Ja, also man weiß es nicht. Ja, viele, die jetzt vielleicht auch in Panik verkauft haben, überlegen sich dann auch, jetzt haben wir das Geld auf der Bank liegen, was ist, wenn meine Bank unsicher ist? Was ist, wenn wir Hyperinflation erleben werden? Ja, und dann wieder in Wertpapiere umschichten. Auch das wäre denkbar, ja, und dass sich das wieder einiges spricht dafür, dass wir dann eben dadurch eben diese Zickzackkurse auch momentan haben. Ja, also tatsächlich ein Stück weit gilt hier, glaube ich, die sokratische Erkenntnis. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ja. Okay, gut.
Jetzt noch was zu zwei speziellen Werten. Realty Income und WP Carry wurden stark abgestraft. Hast du eine Meinung zu diesen Werten und glaubst du, dass sie die Dividende halten können? Ja, ich kenne natürlich beide Werte. Realty Income ist ich glaube sogar der größte und auf jeden Fall der älteste Real Estate Investment Trust, der börsennotiert ist seit den 60er Jahren mit einem unfassbaren Track Record. Ja, das heißt, ich glaube sogar, seit dem Börsengang haben die Dividende nie ausgesetzt oder gekürzt. Ja. Die haben natürlich ein gigantisches Portfolio, die sind sehr konservativ finanziert. Die sind quasi so ein Stück weit ja, so ein lebender oder so ein wandelnder Fonds, ja, einfach aufgrund der schieren Größe. Ich glaube, die sind ja auch im S&P 500. Schwer zu sagen, ob die Dividende halten können. Ich kenne die Portfoliozusammensetzung nicht. Die bilden ja quasi einen Querschnitt der amerikanischen Wirtschaft ab. Da wird also alles mit dabei sein. Da wird ein Teil Retail dabei sein. Da wird aber auch Büro sein und Wohnen. Da wird Acker und Wald dabei sein. Also da werden Industrieareale dabei sein. Also das ist schon schwer zu sagen. Ja, also sicherlich sind die für einen Real Estate Investment Trust relativ stabil aufgestellt. Die haben sicherlich auch ein erfahrenes Management. Ob die Dividende werden halten können, weiß ich nicht. Zumindest war die jetzt nicht übermäßig hoch, auch jetzt vor dem Crash. Besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie das auch durchhalten werden können. Bei WP Carry, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt auch so die Daten, Zahlen, Fakten nicht so sehr im Kopf und auch das Geschäftsmodell nicht. Kann ich nicht beurteilen. Also da habe ich tatsächlich keine Meinung zu. Ja, Realty Income kann man sich sicherlich überlegen. Ja. Ja, okay, keine Meinung ist auch eine Meinung. Ja, und jetzt gucken wir mal, welche Preferred Shares sind besonders schwankungsarm in der aktuellen Phase? Was kannst du empfehlen? Ja, also wie gesagt, empfehlen konkret tue ich ja nichts, aber die gedeckten Preferred Shares sind sicherlich gehören mit zu den stabilsten Sachen oder stabilsten Sachen, zu also stabilsten Wertpapieren. Das hat man auch daran gesehen, dass diese gedeckten Preferred Shares teilweise weniger stark im Kurs eingebrochen sind als, ja, weil einbrechen da auch der falsche Begriff ist, da irgendwie mit ja, teilweise unter 5%. Ja, als beispielsweise der iShares ETF auf Double und Triple A Staatsanleihen. Ja. Und da habe ich ja auch ein guter Teil meines Portfolios ist mit denen bestückt und da bin ich mir doch sehr, sehr sicher, dass nach Crash und nach Rezession ja, ich da auch das investierte Geld auf jeden Fall wiedersehe, plus gewisse Dividendenzahlungen. Ja, weil es da halt Emittenten gibt, wie gesagt, die selber, die keinerlei Verbindlichkeit haben und wo im Prinzip die gesamte Firma oder die gesamte Holding, das sind ja sehr oft vermögensverwaltende Gesellschaften, als Deckungsstock allein für diesen Preferred Share stehen. Ja, und da mache ich mir tatsächlich am allerwenigsten Gedanken. Ja, und die Anleger sollten dann, die sich dafür interessieren, die sollten dann darauf achten, sich eben die ins Depot zu legen, die eben diese Mehrfachdeckung haben. Und die finden sich eben auch auf dieser Seite innovativeincomeinvestor.com, die ich erwähnt habe. Ja, super. An historischen Beispielen wurde ja aufgeführt, dass nach Jahren der Dividendenreinvestition schneller der Einstiegskurs erreicht wurde. Sind bei den reinen Aktienkursen, die angegeben wurden, auch die Aktienrückkäufe mit eingerechnet? Würden die ja zur Thesaurierung wieder beitragen und durch vielleicht auch die Einstiegskurse schneller Ach, erreicht werden? okay. Ja, natürlich. Also, weil, also, ob, ich, also, ich, ob es das Instrument des Aktienrückkaufs damals schon gab, jetzt in den 30er Jahren, weiß ich nicht. Aber im Prinzip würde ja dasselbe gelten, weil ja natürlich dann die Anzahl der Aktien, auf die sich dann die Gewinne und Dividenden entfallen, dann verknappen.
Das ist ja quasi auch eine indirekte Form der Ausschüttung, würde ich mir sagen. Von daher, also technisch gesehen wäre der Effekt derselbe, ja. Ja, okay. Jetzt, last but not least, sind die besicherten Rights von Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae weiterhin ein gutes Investment oder muss in einer Rezession auch ein erhöhtes Risiko eingepreist werden? Ja, also eine gute Investition. Was ist eine gute Investition? Also Fakt ist erstmal, es gibt keine sichere Investition. Ja, gar nicht. Noch nicht mal Geld auf dem Konto und auch kein Bargeld. Ja, also theoretisch ist ja alles möglich. Ja, das. Ne? Ich meine, wer hätte vor einem Jahr auch gedacht beispielsweise, dass jetzt eben gesagt wird, naja, jetzt werden mal die Mieten eingefroren bzw. dürfen gestundet werden, wenn Corona-bedingt ein Einnahmeausfall zu verzeichnen ist. Kann man sich auch überlegen, naja, wann der Crash dann im Immobilienmarkt dann ankommt. Ne? Von daher, im Prinzip, es gibt nur riskante oder weniger riskante Geschichten. Was der Zuschauer meint, sind natürlich die sogenannten Mortgage-Reits beziehungsweise Mortgage oder hypothekarisch besicherten Wertpapier. Da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Mortgage REITs, das heißt, das sind tatsächlich REITs, die gar nicht in Immobilien, sondern in Immobilienfinanzierungen investieren. Die sind auch derbe abgestraft worden und haben wahrscheinlich auch den Gesamtsektor ein Stück weit mit runtergezogen, überproportional. Warum? Weil das halt ja im Prinzip Hypotheken, Banken im REIT-Mantel sind. Ja, und wie bei so Banken üblich, die sind halt operieren typischerweise mit einem starken Hebel, müssen sich regelmäßig refinanzieren und wenn das nicht gelingt, dann geraten oder können ja auch in Schieflage geraten. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, was haben die für ein Portfolio für Immobilienfinanzierungen? Ja, haben die eben relativ Risiko arme Finanzierung oder risikoreiche, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Gewerbeimmobilien, ja, oder vielleicht sogar sich spezialisiert, ja, auf die Hotelbranche, dann sieht es natürlich übel aus, ja, aber das sind diese Mortgage-Reits und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich die hypothekarisch besicherten Anleihen, die tatsächlich, in die ja auch Mortgage-Reits investieren, die werden emittiert tatsächlich sehr häufig von diesen drei Agenturen, ja, Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Und Ginnie Mae ist sogar eine komplett staatliche Agentur und die anderen beiden sind Government Sponsored Enterprises, so ist der Status, also so öffentlich geförderte oder gestützte Unternehmen. Das heißt, die haben beispielsweise solche Sachen wie eine Kreditlinie beim Finanzamt, weil die eben so wichtig sind für die Volkswirtschaft, dass man die nicht pleite gehen lassen möchte. Ja, und vor dem Hintergrund kann man sich schon überlegen, ja, auch die sind abgestraft worden. Man sieht aber diese Anleihen, diese hypothekarisch besicherten Anleihen von diesen drei Agencies, muss man sagen, muss wirklich auf diese drei einschränken. Die sind nicht so stark gefallen und da kann man sich durchaus ja, überlegen, da auch ja entweder weiter dabei zu bleiben oder zu reinvestieren oder sich eine Position davon aufzubauen, weil die sicherlich nicht so leicht pleite gehen wie andere, ja, oder sich eben gezielt einen Mortgage-REIT rauszusuchen. Da gibt es auch eine Handvoll, die eben ausschließlich genau solche Papiere sich rauspicken. Ja, und auf meinem Blog habe ich auch mit dem BlackRock Income Trust heißt der, ein Papier oder einen börsennotierten Fonds besprochen, der ausschließlich in solche Papiere investiert. Ja, und wenn man da breit gestreut rangeht, kann man sich sicherlich im Rahmen des Gesamtportfolios ja da eine Position zulegen. Warum nicht? Ja, perfekt. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort dann auch. Fragen sind keine mehr da. Hast alles wieder mal beantwortet. Bravourös. Das freut mich außerordentlich. Zumal jetzt, glaube ich, auch bald das Abendessen hier fertig ist. Und ja, war jetzt natürlich ein wenig erquickliches Thema. Und wir sind sicherlich, ja, wir leben sprichwörtlich in janusköpfigen Zeiten.
wenn wir uns in einem Jahr oder in 2 Jahren oder 3 Jahren hier nochmal zum Webinar versammeln und dann zurückblicken, werden wir schlauer sein. Das werden auch Zeiten sein, wo viele andere dann ja, Sachen erklären können, die sie schon immer gewusst haben. Auch das wird nicht ausbleiben. Ich habe zum Schluss nur eine, oder was ist eine, erstmal so ein finanzieller Hinweis, weil ich jetzt auch schon wieder Mails oder sogar jetzt per Brief Sachen bekommen habe, wo sich viele, ja, wie soll ich sagen, Organisationen zwielichtiger Art, sag ich mal, melden, die jetzt ganz sichere Geldanlagen anpreisen oder hochrentierlich durch ausgefeilte Systeme und gleichzeitig ausfallsicher. Also da bitte aufpassen und nicht kopflos jetzt ja, Aktien, Investitionen liquidieren und dann irgendwelchen Scharlatan das Geld in Rachen schmeißen. Bitte hier wirklich aufpassen, weil Krisenzeiten traditionell immer auch Hochzeiten für ja, dubiose Machenschaften sind. Und hier bitte den großen Vorteil der Börse bedenken. Börse ist eben, sind eben liquide Märkte, ja, da gibt es Transparenzvorschriften, die dafür eben sorgen, dass ich da zumindest ein recht hohes Maß an Sicherheit habe, dass da keine Modelle hinter sind oder Betrügereien relativ wenig vorkommen. Und ja, wie gesagt, der zweite fundamentale Ratschlag, bitte wirklich sich breit aufstellen. Und damit besteht die beste Möglichkeit, gut durch Krisenzeiten durchzukommen. Ja, und ja, gilt natürlich auch über reines Wertpapier hinaus. Ja, perfekt. Bedanke mich für den Hinweis auf jeden Fall, den du hier uns allen noch mitgegeben hast und vor allem für die Zeit, die du hier für uns hier genommen hast heute Abend mal wieder. Ich Ja, hoffe, es sehr hat Ihnen gerne. allen Spaß gemacht und ja, ansonsten lasst es euch allen schmecken, ja, wenn es jetzt zum Abendessen geht und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Webinar wieder. Vielen Dank dir, Luis, ja. Sehr gerne, Mauro. Es war mir eine Freude. Alles Gute da draußen und bis Jo, zum dir nächsten auch. Mal. Tschüss. Jo, tschüss.